So. Dann gehen wir jetzt einmal zu dem Ort, wo wir eigentlich hin wollten. Hast in Loch Muin ja ein schönes Glas angerichtet. Ja, Loch Muin, stimmt. Gar nicht allzu lange her. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Ja, die Hunde. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. So, hier haben wir einmal noch was. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Gehst du jetzt einmal rein, Gerald? Danke.
Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Augen. Menschlich. Total verwest. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Hier gibt es nichts Interessantes. Okay. Dann hätten wir auch diesen Ort. Einmal hier lang. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Noch ein Opfer. Hast du ein Problem? Nein. Menschlich. Von Priscilla. Schwester? Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir werden sehen, was er macht. Na. Leute, das bringt doch nichts. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer. Huren können auch kämpfen. Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben. Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel-Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Ach, das ist Lispel-Lotte. Das tut mir leid. Das stimmt ja. Könnte auch schlimmer sein. Das haben wir ja auch im ersten Teil, glaube ich. Nee, im zweiten Teil haben wir sie getroffen. Wenn mich recht entsinne. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest... Sag es uns. Ja, solange sie nicht wieder ihre Typen da auf mich loshetzt. Ich wollte doch hier nur ein bisschen untersuchen. Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit? Achso, das ist einfach nur durchgeglitscht. Hallo? Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Jetzt. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Stimmt, das hatten wir in der anderen Hütte vom Zwerg hatten wir das auch. Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Mhm. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Warte. Nope. Nicht mehr Geralt schafft das. So, also... Achso, einmal öffnen und zum Leichen...
Schauer. Einmal wieder auf der komplett anderen Seite ist. Gut, besonders weit sind wir jetzt nicht gekommen. Ich hoffe nur, dass es Priscilla gut geht. Ein Koffer? Oder zwei? Oder drei? Oder vier? So, warte, wo war der Lechmittel nochmal hier lang? Sieht aus wie das Gefängnis, als wie ein Leichenschauhaus. Ich kann hier nochmal in den Regal gucken. Nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch einmal mit. Kann nicht schaden. Diesmal liegt jemand anderes hier. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Nett. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Diese Herzlichkeit bei den Menschen ist schon wieder grenzlos. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Tja, so kann es kommen. Es kann schwierig sein, das kleinere Übel wählen zu müssen. Das weiß ich ganz gut. In dieser Hinsicht hat die Arbeit hier Vorteile. Wir wählen seit dem ersten Teil das kleinere Übel. Selbst wenn ich wollte. Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt, wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag ihn schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Okay. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Klar. Also, wenn meine Kinder später mal Scheiße bauen, ach, ich stecke dann einfach ein Messer in den Rücken und schneide den irgendein Stück Fleisch daraus oder sowas. Immer dann, wenn sie ihr Zimmer nicht aufräumen. Super. Passt. Ganz toll. Das sind hier echt Sitten. Ganz ehrlich, da möchte ich nicht gelebt haben. So gern wie ich in einigen Spielen echt leben möchte. Nee. Liebe Witcher, aber nein. Einfach nur nein. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbut. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit. Ich muss sie finden. Sofort. Ich habe nur minimal gerade geklickert. So. Doch müsste alles weg sein. Nicht, dass ich da gleich schön meinen Arm reinlege.
Dann habe ich ein Talent für mich in Getränkepfützen reinzulegen mit meinem Arm. Ich glaube in jedem Stream viermal. Na okay, viermal wäre übertrieben. Also, wieder zurück zu dem Wegeboot. Da waren wir ja vorhin nicht schon. Plötze. Danke, hier meine kleine Plötze. Bist du ein hübsches Pferd? Ich versuche ja immer noch meinen Freund zu überreden, dass ich ein Pferd kriege. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich hätte gern ein Pferd. Na gut, aber wir hätten noch gar keinen Platz. Wobei Platz schon, aber wir hätten noch einen provisorischen Stall. Nur ich glaube, in einer hohen Siedlung sollte man vielleicht nicht unbedingt ein Pferd halten. Ich glaube, da fänden die Nachbarn nicht so toll. So. Früh morgens fängt das Pferd an, sich zu melden. Wird erstmal laut los. Passt. Aber vielleicht gucke ich irgendwann mal, wenn nach Corona. Vielleicht kann ich dann ja irgendwo mal wieder meine Reitstunden aufbessern. So lange muss Plötze herhalten. Weiß gar nicht, gibt's doch überhaupt bessere Mittel? Ich meine, wir haben jetzt ja ein 100er. Geht's auch über 100? Wüsste ich gerne. Und mein Lieblingsdorf in diesem Spiel. Das Dorf der Katzen. So, wenn Geralt irgendwann mal keine Lust mehr hat, auf Sexer-Dasein oder in Kaer Morhen zu leben. Wir ziehen in das Dorf die 7 Katzen. Einfach nur, weil da Katzen sind. Ich liebe Katzen. Hallo Bambi. Zum Glück haben wir die Rennen bei den Wiegelblut schon beendet. Vorhin. So, dass wir deswegen es nicht mehr machen müssen. Wir reiten jetzt hier einfach mal querfeld ein. Einfach, weil wir es können und weil es cool aussieht. Ja, mein Pferdchen. Sehr schön. So, Wegeboot. Wo müssen wir hier genau hin? Hier ist die Start- und Ziellinie. Ich habe große Angst, die zu man kann schließen, eine Arme reichen. Verdammt nochmal! Mal sehen, ob wir den Mörder jetzt fassen. Ach, stimmt, war das hier, wo wir diesen komischen Maskenball waren? Was willst du? Da rein. Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strauch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Nein, nein. Wir sind handsam. Ein handsamer Witcher. Oh, Geralt. Das ist ja eine schöne Überraschung. Yep, und gar ewig nicht mehr gesehen. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Ja, sonst würde ich mir die Mühe nicht machen. Ein ideales Feuer für Belletime. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Manche tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad.
Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, damit könntest du diese Betain festhalten. Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten rein. Gab's ja früher. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Ich glaube. Gut. Aber warte hier bitte. Wenn das diese Erntefeste ist, in der Stimmung für Gäste. Ich kenne das so aus diesen ganzen Artus-Verfilmungen und so weiter und so fort. Er ist zur anderen Tür raus. Schnapp ihn! Jo. Da hinten ist er. Ja, Mundis. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Pass auf, jetzt werde ich verdächtigt. Irgendwelche letzten Worte. Ach komm, wow. Statt euch mit mir hier zu beschäftigen. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Okay. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel, Kati. Schnell. Noch eine leere Formaldehydflasche. Okay, gut. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh, tut mir leid. Du solltest aber dennoch die Leiche da mal verscharren lassen. So hart wie es klingt. Man macht sie ja jetzt auch nicht besser. So. Wo müssen wir denn da hin? Ah, zurück nach Novigrad. Okay. Ach ja, ich liebe es ja, hin und her zu reisen. Weh. So. Plötze, wo willst du wieder denn jetzt schon wieder hin? Bleib doch einfach mal da, wo ich dich gelassen habe. So. Komm ich mit Plötze da runter? Nein. Gut, schon, also Plötze wird kein Springpferd langsam, mehr. Langsam.
Kürzel reicht einfach nur zum als Rennpferd. Renn- und Kampfpferd. Springen und Dressur sollte ich mir vielleicht anderen Pferden überlassen. So. Oh ne. Oder? Doch. Doch, ich bin hier lang. Ich würde gerade sagen, durch Wasser kann Kürzel ja nicht. Aber wenn wir hier lang kommen, ist es auch in Ordnung. Wieder an den ganzen Bambis vorbei. Ich frage mich, ob es hier auf diesem Teil der Karte überhaupt mal schönes Wetter gibt. Ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn wir außerhalb der Stadt sind, regnet es. Galoppier weiter. Und ich aber, wenn wir wieder in Gelliger sind. Und dann Toussaint. Das ist auch schön. Die Gegend kenne ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. In Toussaint. Also das komplette Blatt und Wein DLC, das ist mir noch völlig unbekannt. Ich glaube, wir könnten zwar schon. Quest machen. Auf jeden Fall ist für Hearthstone. Das andere DLC könnten wir schon Aufträge machen. Aber ich glaube, das war so im 30er Bereich. Bei diesen Wegen kann keiner arbeiten. Nee. Nee, da warten wir, glaube ich, lieber noch. Da kommen wir, glaube ich, schneller hin, als uns lieb ist. Ja, schon Stufe 23. Unsere Welt wird brennen. Brennen im ewigen Feuer. Naja, das ewige Feuer. Ich werde Teil 1 nicht gut drauf zu sprechen. Verdammter Hexenfreund. Kackärschiger Köter. So, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Ich bin Arzt. Hier rum, Geralt. Ich weiß, wir werden zu gut zwar schneller. Aber ich will jetzt ungern nochmal vom Pferdchen runter. Ich wüsste nicht, dass wenn man pissen geht, dass man dann den kompletten Arsch lang ziehen muss. Kann es noch schlimmer kommen? Nee, hier nicht. Auch nicht. Dann wahrscheinlich hier rein. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Brauchst du etwas, Master? Dann noch weiter oben. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Mhm. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Versuch's doch, du Bastard. Ach nee. Jetzt fällt mir erstmal auf, wer das ist. Nathaniel. Ja, kein Wunder, ne? Bei den Geschichten, die man über ihn jetzt schon gehört hatte. Ja. So einfach geht das. Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst. Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich.
und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Ein kleiner Bastard. Hat keiner gehört. So, wo geht's jetzt hier wieder raus? Ich und die Auswege aus irgendwelchen Häusern finden. Hier einmal runter. So, ich glaube, die Frau geht so schnell nicht mehr mit irgendwem ins Bett. Könnt ihr mir mal vorstellen? Gute Leute! Magier hat so. Das Haus der Jäger angezündet! Sie wollen die Sonne. Hallo, Plötze? Ah, nee. Ah, du bist Plötze. Entschuldigung. Das noch. Die Pferde sahen sich so ähnlich aus. Wird mein Arsch nass. Oh. Das kommt dir wieder vor. Also eigentlich müssen Plötze schon beleidigt sein, so oft wie sich auf andere Pferde. Also wie verwechselt mit anderen Pferden. Ich glaube, wenn mir das bei meinen Katern passieren würde, würde ich schon keine Augen mehr im Kopf haben. Wir werden das schon ausgekratzt. Immer dieser Weg zu Rittersporn. Ich denke mal, er wird zufrieden sein. Ich hoffe nur, dass Priscilla jetzt besser geht. Und dass sie noch weiterhin singen kann. Schon wieder Regen, verdammte Mann. Ansonsten glaube ich, dass sie nicht gerade glücklich wird. Ich wollte gerade die Wäsche aufnehmen. Ja, das mit der Wäsche würde ich nochmal sein lassen. So. Viel Aufregung. Nein, nein, nein. Au! Du beschämst. Hier rein. Ja, nein, vielleicht. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja. Auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Schon in Ordnung. Sowas tun Freunde eben. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Nein, bitte tu's nicht. Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Und solange ich's nicht sehen muss. So. Dann haben wir diese Quest also auch hinter uns. So, was steht denn nun auf dem Plan? Hauptquest? Nein. Nein, nein, nein. Ja. So, ich möchte mich erstmal mit den kleineren Sachen beschäftigen. Wir haben noch eins auf Level 2. Okay. Das sind auch Sachen, die mit auf Skellige, glaube ich, sind. So, was haben wir denn noch bei den Hexeraufträgen? So, das ist das.
Ich möchte erstmal alles, was in Novigrad und Velen ist. Und die Sort. Achso, das ist auch Skellige. Machen wir das ja einmal. Mit den fliegenden Fäusten. So, wie weit sind sie voneinander entfernt? Okay, gehen wir als erstes dahin. Der ist näher dran. Werde dann allerdings, bevor wir den Faustkampf machen, haben wir kurz Pause machen. Und noch mehr Regen. Es hört auch nicht mehr auf zu regnen. Oder machen wir den Einkampf noch? Doch, wir machen den Einkampf noch. Danach mache ich Pause. Ich wusste nicht mal so, wohin. Also, ich will zum Buchmacher. Ich bin Geralt von Riva. Spielt keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Jo. Bin bereit. Fangen wir an. Kämpft! Aua. Das stimmt ja, ich kann ja nicht ausweichen. Scheiße. Das Gute ist, dass ich wenigstens Schwalbe und sowas benutzen kann. Ich glaube, das brauchen. Nee, brauchen wir gar nicht. Geralt von Riva besiegt Hauptmann Mortimer. Sieh hier deinen Preis, Meister. Zum Meistertitel ist es kein Spaziergang. Es warten noch mehr Gegner. Du musst Georgius Georg schlagen, der im goldenen Stör regiert, und auch O'Neill, den du beim Eingang zum Armenviertel findest. Erst dann hast du das Recht, um den Meistertitel von Novigrad zu kämpfen. Okay, das machen wir aber gleich. Ein Wort und du landest im Stock. Ja. Sehen, ich muss aber...